Hi. Welcome. Hi, das ist Mel, mein Cousin. Vom letzten Video kennt ihr ihn vielleicht noch, wo wir Internet-Tricks getestet haben. Komm mal kurz und sag Hallo. Hi, wie geht's dir? Gut. Im Internet gibt es so viele Tipps und Tricks und man weiß nicht immer, ob sie stimmen. Deswegen werden wir sie heute testen und euch präsentieren. Mal gucken, welche Tricks, die im Internet stehen, Lügen sind und welche der Wahrheit entsprechen und wirklich klappen. Ihr habt so eine Flasche mit so einem Deckel und habt keinen Flaschenöffner dabei. Ja, scheiße, was macht man dort? Im Internet steht, dass man das mit so einem Teil hier aufkriegt, und zwar ein Akku-Netzteil-Ding da. Ob das funktioniert? Kannst du dir das schon vorstellen, dass man damit das aufmachen kann? Also so noch nicht. Wie könntest du das dir vorstellen, das zu öffnen? Hier mit diesen Verbindungs... Ja, aber damit geht das dann bestimmt kaputt. Ja, oder hier mit diesen... Schon besser, aber nein. Man kann diesen Teil hier abmachen. Aha, stimmt. So ein Teil. Und damit soll man es wohl öffnen können. Ich weiß aber noch nicht, ob es kann. Mal gucken. Nicht, dass es jetzt kaputt geht. Ne? Yeah! Hey! Ehrlich, weil das ist ja ein Trick, der ja sinnvoll ist, ne? Ja. Und der ist auch nicht kaputt gegangen. Also, denke ich jedenfalls. Und darauf treten wir jetzt ein. Trick. So, auf den nächsten Internet-Tipp bin ich sehr gespannt, denn wenn das klappt, wäre ich... Stolz? Wäre ich begeistert, nicht stolz. Das ist eine Kerze. Das ist Wachspapier. Und im Internet steht, dass wenn man Wachspapier bedruckt oder bemalt, die bedruckte Stelle kommt dann hier auf die Oberfläche drauf. Und dann der Föhn. Ihr föhnt das Ganze, macht es richtig so heiß. Und dann soll das Muster dran auf der Kerze sein. Das wäre richtig geil, wenn das klappt. Das mal gucken! Gucken! So, jetzt kommen wir zur Stunde der Wahrheit. Also wenn das klappt, was machst du da? Ausrasten. Okay. Oh. And here we come! Mann. Nee, da sind nur ein paar Punkte drauf. Hat nicht geklappt. Wäre auch ein Wunder, Mann. Scheiß Ding. Kommen wir erstmal zu einem Problem, was sehr viele Leute haben, unter anderem auch Meld. Und zwar Mundgeruch. Und zwar, wenn Menschen Knoblauch essen, haben sie ja für mehrere Stunden, vielleicht auch mehrere Tage, Mundgeruch. Und im Internet steht, dass man Minze oder Petersilie essen soll. Und dann soll der Gestank komplett verschwinden. Muss ich jetzt roh essen? Du wirst sie jetzt roh essen müssen. Aber das Schlimmere ist, der schlimmere Part ist, dass ich es riechen muss. Man soll jetzt essen? Scheiß auf den Trick. Nein. Und noch eine Nadel. Ja, schon denn schon. Schmeckt? Nein. Und was schmeckt? Nach Dreck. Nach Knoblauch. So, hauch mich mal an. Oh nein. Puh. Okay, das war jetzt Katastrophe gerade. Ein Wunder, dass ich noch stehe. So, ich gebe jetzt ein paar Minzblätter. Ich glaube ein paar mehr. Ja. Hast du gerade nötig? Petersilie. Lecker, lecker. Das Ding ist, wenn man Knoblauch isst und danach, sagen wir mal, Fanta trinkt oder Schokolade isst, dieser Knoblauchgeruch bleibt trotzdem noch so im Hintergrund. Oder wenn die Leute mit dir reden, dann riecht man das auch. Komm gleich. Zwei. Warte. Nochmal. Ja. Ich riech nur Minze. Richtig geil. Dann mach nochmal. 0% Knoblauch, muss ich echt sagen. Also gehen wir den Trick ein. So, kommen wir zum nächsten Problem, was man so hat. Ihr kennt das ja, tiefgekühltes. Man macht die Packung auf, nimmt ein bisschen raus und dann ist die Verpackung offen. Und man weiß nicht, wie man das zumachen soll, ja. Meistens. Ich habe aber im Internet was Cooles gesehen, und zwar werdet ihr jetzt sehen. Ja. Ich schneide das hier etwa raus. So, das legt ihr hier hin. So, jetzt ein bisschen.
Was ist da? Das Haus der See. Dann nimmt ihr halt ein bisschen davon. Raus zum Beispiel. La 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 la. Jetzt ist es offen. Wie packt ihr es zurück in die Tiefkühltruhe? Wie würdest du es machen? Einfach so ein bisschen. Ja, mit? So ein Knoten. Ja, okay. Das Ding ist, im Internet habe ich einen coolen Trick gesehen. Das, was wir vorher abgeschnitten haben, können wir als Clip benutzen oder als Schleife. Halt das mal ein bisschen zu. Ja. Hammer, würde ich sagen, ne? Ja. Wie findest du das? Gut. Ehrliche Meinung, wie findest du das? Ja, gut. Weil du siehst gerade nicht beeindruckt aus. Gut. Und du? Ich auch, ist doch schön. Aber du musst so Alter sagen, wow. Nein. Doch, wir machen es nochmal. Und? Alter. Geil. Irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Weißt du noch? Hat's geklappt? Ja, hat's geklappt. Daumen hoch. Ja, warum lachst du nicht? Du musst so glücklich jetzt aussehen. Daumen hoch. Nein, mach mal nochmal und guck überrascht. Daumen Nein, hoch? Riech mal und guck überrascht. Alter. Hat's geklappt? Hat's geklappt. Im letzten Video hat sich Matt gequält und zwar sollte er Zwiebeln schneiden und dabei sollten halt keine Tränen kommen. Im Internet stand halt, dass man Kaugummis kauen soll und dann tritt man nicht. Das hat leider nicht geklappt. Dann haben ganz viele von euch mir geschrieben, dass man einen Schluck Wasser oder einen Schluck warmes Wasser im Mund haben soll und dann tränt man nicht. Diesen Trick, den ich jetzt teste, ist halt von euch. Internetleuten also auch ein Internet-Trick und wir werden es machen jetzt, ne? Das ist warmes Wasser. Ja. Letztes Mal wusstest du nicht, wie man Zwiebeln schneidet, jetzt weißt du es bestimmt, ne? Nein. Immer noch nicht? Nein. Jetzt schneide. Oh, passiert. Sag mal. Also seine Augen tränen und seine Augen tun auch weh, deswegen gehen wir diesen Trick ein. Fail. So kommen wir zum nächsten Internet-Trick, den wir jetzt testen werden. Und zwar, kennt ihr das, ihr wollt irgendwas kochen, kocht zum Beispiel Spaghetti oder was weiß ich was und dazu kocht ihr Wasser. Und das Wasser überkocht und alles ist dann überflutet. Ja, kennen wir alle. Im Internet heutzutage steht, dass man einen Kochlöffel braucht aus Holz. Den tut man auf den Topf drauf oder auf die Pfanne und dann kannst du dann kochen, wie man will und es überkocht einfach nicht. Ich glaube nicht daran, du? Doch. Ja? Ja. Wow, wow. Schneller. Das hier kocht schon seit 10 Minuten, es überkocht einfach nicht, auch ohne Kochlöffel. Woran liegt das? Vielleicht liegt an diesem Teig, vielleicht ist es nicht zu heiß genug. Deswegen müssen wir leider zum nächsten Trick übergehen. Weil dieser Trick nicht geklappt hat, gebe ich euch einen anderen Trick-Tipp. Wenn ihr manchmal kocht, zum Beispiel eine Tomatensauce, und wisst ihr nicht, wo ihr diesen Kochlöffel, der dann hier dreckig ist, hin tun sollt, meistens tut man es hier, dann ist das hier alles dreckig, dann könnt ihr einfach dieses Stückende hier rein tun. Das fällt das auch noch. Wenn ihr weiter kochen wollt, ding, ding, ding. Und dann wieder dahin und dann zack und dann. Klack, klack, klack. Ding. Das ist auch ein Trick. Ja, das war's dann von mir und auch von Matt. Danke an Matt, dass er wieder dabei war. Ding. Hi. Hi. Dankeschön. Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat oder ihr mehr solcher Videos wollt, dann schreibt es uns oder gebt uns ein Like und wir wissen es und dann machen wir es. Folgt mir hier, ich habe jetzt auch Twitter und folgt mir Instagram, Facebook. Du hast sowas noch nicht, ne? Doch. Willst du irgendwann mal wieder dabei sein? Ja. Irgendwann, wenn du so über 20 bist, wirst du sagen, scheiße, warum habe ich noch nicht mitgemacht? Das wird dir voll peinlich sein. Okay, ciao, ciao, ciao. Ciao.